Hey Leute, willkommen bei eurem Meinungen TV hier bei der Powertaschen to Go, ja. In der ich versuche, nur mit dem Inhalt meiner Bauchtasche und mit dem, was alles so in meiner Hose noch ist, klarzukommen, also mit der Kleidung am Leibe. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Wir sind gerade in Hamm. Erstes Ziel ist Bodensee. Das werden wir jetzt an Tag 0 nicht schaffen. Ich zähle ab morgen Tag 1, weil das ist mein ganzer Tag. Das ist besser. Und ja, wir gucken mal, wie lange ich darauf Bock habe. Das ist ein spontanes Projekt. Mehr oder weniger. Ich habe es diese Woche entsonnen. Wir haben jetzt Samstag, glaube ich. Vielleicht auch Freitag. Schwierig. Und ja, auf geht's. Erstes Ziel Bodensee, schwimmen, dann München. Ist zumindest der Plan. Kann sich aber auch täglich ändern. Mal gucken. Hierbei geht es tatsächlich um Zeit, nicht um Strecke. Ja? So Leute, es gab einen Fail. Der falsche Zug ist gekommen, beziehungsweise ich bin in den falschen Zug eingestiegen. Bin eine Station gefahren, ist mir dann aufgefallen. Jetzt muss ich hier 2 Stunden an dieser Haltestelle warten, um wieder zurück zu meinem Hauptbahnhof zu fahren, weil es regnet abartig, das will ich nicht laufen. Um dann von da aus wieder zu fahren. Ja, die 2 Stunden warte ich jetzt, da fahre ich nicht im Regen. Ich habe nachgesehen, es gibt einen Zug, der in 3 Minuten kommt, der fährt zum Hauptbahnhof von Hamm wieder. Dann warte ich halt fast 3 Stunden am Hamm Hauptbahnhof. Ist mir aber lieber, da kann ich mir einen Snack holen, da kann ich leider den heutigen Sportstream machen. Ich meine, da oben an den Gleisen ist der Dach, da kann man so hin und her laufen. Mal gucken. Leute, hier steht eine Red Bull-Dose ohne Pfand rum. Ich dachte gerade, cool, wenigstens was Positives, hast du hier eine Pfanddose gefunden, da ist aber kein Pfand drauf. Was soll denn das? Hä? Seit wann ist das bei Red Bull so? So, ich bin wieder am Hauptbahnhof. Jetzt hole ich mir einen Snack bei der Bauchtaschen-to-go-Tour. Ist ja der Vorteil und auch Nachteil. Ich kann nicht viel Essen mit mir rumschleppen, das heißt, ich muss fast alles immer sofort fressen. Das heißt, mal gucken, was jetzt gegönnt wird. Ich versuche was Billiges. So, hier gibt es auch Dönerladen, aber das werden wir nicht machen. Wir sind sparsam. So, aufgepasst. Ich habe beim Einkaufen schlau einkauft. Erstmal Snickers. So, kann ich jetzt essen und kann ich gucken, ob ich irgendwie ein paar reingestopft kriege, noch in die Bauchtasche oder so. Dann Dextro Energy, Sport. Ich mache jetzt täglich Sport, ist nur logisch gewesen in meinem Sinne. Und das habe ich an der Kasse noch gesehen, das hat mich verführt. Ein Mini-Deo. Und das hat Schokolade-Geruch. Keine Ahnung, wer nach Schokolade riechen will, aber wir probieren es mal. Ein Mini-Deo, 48 Stunden fresh. Ist doch cool. Und das passt wirklich überall hin, das kann mir keiner erzählen. Werden wir abchecken. So, ich habe gerade einen Sportstream gemacht, der war echt kurz. Und Twitch hat auch Zickereien gemacht, aber vor allem war er kurz, weil meine Schuhe so gar nicht eingelaufen sind. Das schmerzt übelst. Nicht nur in den Füßen, sondern auch in den Beinen. Ich hoffe, die laufen sich schnell ein. So Leute, ich bin jetzt im Zug. Ich lade meine Powerbank, die ich gerade ein bisschen länger gemacht habe, wieder auf mein Handy nebenbei. Außerdem lade ich mir gerade die vorletzte Staffel Lucifer runter. Weil die gucken, was ist. Oh, stimmt, der Cam gerade nicht. Ach nee, die hat wieder Gesichtsverfolgung angemacht. Ich könnte heulen, ich hatte die eigentlich ausgeschaltet. Ja, egal. Das ist der Stand der Dinge. Haben wir ungefähr so eine Stunde Zugfahrt und dann umsteigen so 10 Minuten. Läuft. Willkommen in Kassel, Wilhelmshöhe, liebe Leute. Wir waren hier schon zigtausend Mal. Der Plan der Dinge ist tatsächlich, dass wir auf der ganzen Fahrt nur einmal lange Umsteigezeiten haben. Hier sind auch nur wieder so 15 Minuten. Einmal haben wir fast 2 Stunden, aber ansonsten fährt die ganze Nacht ein Zug. Einmal ein Vorteil an Bayern. Yay! Nächster Zug, leider ohne Steckdose bei mir. Was belastend ist, weil ich dann gleich wieder die Powerbank benutzen muss im Zweifel. Das heißt, das Plus von gerade machen wir wieder runter. So Leute, wir haben kurz vor Null. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt rein, was ihr schätzt, wie lange das Projekt geht. Wir werden es sehen.